So, einen schönen guten Abend. Willkommen zurück zu einer neuen Woche. Willkommen zurück zu Late Night Coding, zu 3D Game of Life oder was wir sonst noch so gerade machen. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben dabei, das Ganze stereofähig zu machen. Im Wesentlichen habe ich mich in der letzten Woche darum gedrückt, zu versuchen, das automatisch zu optimieren, die Regeln von Game of Life, und habe stattdessen einfach was anderes gemacht. Ne? Stattdessen haben wir Stereo implementiert. In der Zwischenzeit war Haras sehr fleißig, habe ich gesehen. Ich habe einen Haufen Kram bekommen und habe das eingebaut, sodass jetzt, was kann man jetzt alles machen? Man kann jetzt das Stereo ein- und ausschalten, weil ich jetzt gar nicht mehr weiß, wie die Taste dafür war. Gucken wir mal kurz den Code rein. Das ist jedenfalls ein paar Sachen. Was haben wir es denn? Also, oder Tasten, genau. Space, das gab es vorher schon. C, R, 1 und 2, genau. Da gibt es jetzt zwei verschiedene Modi. Ja, da ist schon 1 und 2, genau. Das Ganze mal rotieren lassen. Ja, dann haben wir hier ein normales Rendering und mit 2 haben wir es dann in Stereo. Und prinzipiell könnte man jetzt auch noch auf anderen Tasten die anderen Parameter wie Augabstand und so weiter legen. Hat es irgendjemand geschafft, sich eine Brille zu besorgen? Inzwischen. Dann können wir mal testen, ob es auch dreidimensional aussieht. Ich finde es lustig, dass ich immer noch hier so kleinen Aussetzer nochmal drin habe. Leider nein. Ja, ich habe es auch nicht geschafft. Ich war zwar heute im Büro. Ja, wenigstens einer. Und sieht's nach Stereo aus? Sieht's nach 3D aus? Wenn jetzt jemand haben, der eine Brille auf hat. Ich mache mal so ein bisschen drin rum. Passt. Sollte eigentlich passen. Ich hoffe. Ich versuche mal, ich bin morgen nochmal im Büro. Oder übermorgen mit Spitzbüro. Dann versuche ich es auch nochmal zu machen. Dann gucke ich mal, da kann ich jedenfalls zumindest mal debuggen, falls wir noch irgendwie rechte, linke Auge vertauscht haben oder sowas in der Art. Kann ich dann wenigstens da mal das fixen. Ich weiß jetzt nicht, auf welchem Auge normalerweise rot und auf welchem Auge normalerweise blau ist. Also bei den meisten Brillen sieht man so, könnte sein, dass man die beiden vertauschen müssen. Gut, naja, jedenfalls das haben wir drin. Und dann hallo und willkommen. Die Regel kann man F5 durchschalten, genau. Was machen wir gerade nochmal für die dazugekommen sind? Wir versuchen uns ein Game of Life in 3D. Die 3D-Implementierung auch mit Stereo haben wir fertig und wir arbeiten gerade noch daran, irgendwelche Regeln uns zu basteln, die funktionieren. Genau, da wollte ich gerade noch zu kommen. Haas hat was committed. Ich sehe hier was. Ich guck mal, D und B sind so, wie ich das sehen kann. Gucken wir mal, was machen wir. Wir geben das aus und cyclen dann so ein paar Tasten durch. Da gibt es noch rechts, links. Also im Wesentlichen fasse ich das mal zusammen, dass Haas versucht, anstatt dass wir es automatisch optimieren, wo ich auch immer noch nicht so ganz überzeugt bin, dass das irgendwie zu was führt, aber trotzdem können wir es ja mal probieren. Wir versuchen es mal mit Crowdsourcing, also quasi mit menschlicher Intelligenz, das einzustellen. Und offensichtlich gibt es da jetzt diverse Tasten. Wenn ich das richtig sehe, wird mit F5 festgelegt, welches Bit wir flippen, sehe ich das richtig? Und das zeigt jetzt zumindest irgendwas rum. Ne, da wählen wir die Regeln durch. Also hier flippen wir jedenfalls irgendwie ein paar Bits. Vielleicht magst du da irgendwas kurz zu schreiben, damit ich das nicht aus dem Code. Es sind 3 Regeln implementiert. Okay, die 3 Regeln, die zeige ich damit durch. Sehe ich auch. Und die liegen irgendwie da oben. Ne? Gucken wir gerade mal. Rule. Okay, das sind auch mit den 3 Regeln. Und dann hast du aber auch noch irgendwas implementiert, mit dem man irgendwie
Sachen durchcyclen kann, ne? Also hier, mit dem man einzelne Bits flippen kann. Okay, mit links, rechts, B und D. Ah, okay, ja, it's pretty German here. Sorry for that. But you might still admire fancy pictures, I hope. Okay, also wir checken das mal gerade. Ich lasse das Ganze mal drehen. So, und jetzt kann ich mit, oh, F-Tasten sind immer auf dem Apple, auf dem Mac richtig toll, mit F5. Okay. Versuche mal rauszukriegen, was ich da tue. Also mit F1 zeige ich offenbar die fixen Regeln durch. Immerhin bricht es hier nicht völlig zusammen, aber wir schätzen mal an. Okay. Geht er noch? Weil das Clear war das, ne? C. Oh, das ist ja eine Regel, die gar nicht so schlimm daneben ist. Die wächst irgendwie so langsam und wird dann statisch. Noch etwas zu viel als Schaum. Wächst bis zum Stillstand. Ja, würde ich auch sagen, ne? So. Von allem, was wir so bisher haben, würde ich sagen, sieht es tatsächlich am besten aus. Nur, dass es sich irgendwie immer witzigerweise so, dass sich da so ein Stillstand einstellt. Aber das wäre wenigstens was, was in Stereo ganz gut aussieht. Was interessant an der Regel ist, dass die offenbar dazu führt, man sieht das hier so leicht durch so ein Aliasing, durch so ein Flackern, ne? Dass offenbar irgendwas sich, was jedes zweite Feld dadurch leer gelassen wird, ne? Kann das sein, dass das irgendwie dadurch entsteht, durch die Regel, die du da gebastelt hast? Jetzt 10 mal auf die Reste-Pfeiltaste, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. War das einmal zu viel? Okay. Also daraus, dass es so flackert, schließe ich mal, dass da lauter Löcher drin entstehen, ne? Dazu müssen wir jetzt wahrscheinlich die Anzahl der. Wir haben irgendwo noch so eine fixe Zahl von 100 im Raycaster, den ich ja ganz am Anfang mal reingeschrieben habe. Jetzt B. Okay, B. A und B macht irgendwas. Vielleicht soll ich das nächste Mal bei den Pull Requests erstmal gucken, was die tun. Also dann entstehen jedenfalls lauter so kleine Klötzchen. Du hast die 10 in die Bitmap hinzugefügt, okay. Das habe ich gemacht. RIP. Nochmal B und die 10 wieder. Okay, gut. Also das B, das flippt immer ein Bit offensichtlich, ne? Und mit der anderen Taste lege ich fest, welches Bild ich gerade flippen möchte. Sehe ich das richtig? D macht das gleiche für die Deathmap. Okay, gut. Also was machen wir hier für diejenigen, die jetzt neu sind? Also im Prinzip ist das Game of Life. Game of Life ist ein zellulärer Automat. Das ist einfach so ein kleines Spielchen. Und ich zeige es gerade nochmal, weil wir es auch in 2D schon mal implementiert haben. In 2D kennen das die meisten. In 2D sieht das so aus. Machen wir mal ein bisschen mehr rein. Ja, da flitzt das so los und da gibt es da so kleine. Also man kann irgendwie mit bestimmte Punkte setzen. Ne? Mach das mal groß. Und dann läuft da so ein kleines, relativ einfaches Spiel ab, wo man sagt, okay, nach bestimmten Regeln, je nachdem wie viele Nachbarn nicht schwarz sind, sage ich jetzt einfach mal leben, wird halt die Zelle, über deren Nachbarn wir gerade reden, die wird dann geboren oder die wird sterben. Das ist ein Automat. Also ein Automat, in dem Fall ein zellulärer Automat.
ist einfach, wenn man so will, eine Regel, nach der eine Zelle entweder lebendig ist oder tot ist. Lebendig in dem Fall heißt jetzt einfach, die hat eine Farbe und die Farbe hier sagt, gibt nur das Alter an. Die gelben sind ganz neu und die werden dann immer blauer, je älter die werden, ne? Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel hinklicke, dann werden halt die Zellen jetzt geboren. Ja, also die mache ich jetzt voll. So, und dann folgen die bestimmten Regeln, eben wenn zum Beispiel eine Zelle nicht lebt und drei lebendige Nachbarn hat, dann ja, wird die auch lebendig. Also die drei Zellen, die kriegen sozusagen Nachwuchs, wenn man so will. Ja, so. Und wenn jetzt so viele Zellen um eine lebendige Zelle rum sind, dann stirbt die aus wegen Überbevölkerung. So ungefähr. Und die Regeln sind sehr einfach. Also es geht im Prinzip einfach nur darum, ob man zwei oder drei Nachbarn hat. So, und in 2D gibt es da fixe Regeln. Also was heißt fixe Regeln? Man kann sich da ausdenken, was man will, aber es gibt so ein paar Regeln, die ganz gut funktionieren. Eben die auf diese zwei und drei Nachbarn basieren, die dann das hier produzieren. Kann man auch sich nette YouTube-Videos angucken, wo sich Leute viel Mühe machen. Hier sieht man zum Beispiel, dass immer so Glider entstehen. Ne? Das sind einfach so bestimmte Muster, die die Eigenschaft haben, so durch die Gegend zu wandern. Und dass es so andere Muster gibt, die sind hier so weiß und gelb und flackern so ein bisschen, die oszillieren immer hin und her. So, und was war, und das Ganze kann man aber eigentlich so vom Prinzip erstmal in jeder Dimension machen. Man kann ja die Nachbarn auch in 3D zählen, in einem dreidimensionalen Gitter. Der Haken dabei ist, eben so ein Regelwerk zu finden, dass da was Schönes bei rumkommt. Ja, das kann man. Wir sollten so eine Warnung vorschalten, ne? Achtung, photosensitive Epilepsie oder sowas ähnliches, ja. Ja, durch die Färbung merkt man das ganz gut. Ne? Dadurch, dass wir das jetzt einfärben, sieht man, die blauen sind wirklich statische Strukturen, also wo sich nichts ändert, und die gelben sind halt welche, die immer hin und her oszillieren. Ne? Hier haben wir zum Beispiel so einen großen Oszillator, der immer so pulsiert. Pulsar nennt man das, glaube ich. Ja. So, also jedenfalls, das ist 2D. Kennt jeder. Mache ich mal gerade aus. Mir wird auch immer noch schlecht. So, und dann haben wir halt gedacht, okay, mach das Ganze in 3D. Die Implementierung zunächst mal war relativ straightforward. Der Haken ist jetzt halt, wie findet man eine Regel? Also in 3D muss ich das ein bisschen anders rendern. Ne? Da malen wir hier rein und damit man das vielleicht ein bisschen besser sehen kann, lasse ich das ganze Volumen mal drehen. Ne? Und dann haben wir halt so ein paar. Oh, haben wir da jetzt einen Glider produziert? Ah, nee, der hängt da einfach noch. So, und hier sieht man auch, es entstehen hier auch, ich mache mal den Cursor ein bisschen kleiner, es entstehen auch bei unserem Regelwerk so oszillierende Bereiche, ne? Und es entstehen auch statische, aber insgesamt ist es nicht besonders spannend. Ne? Und da war jetzt die Frage, wie müssen wir die Regeln in 3D wählen, damit was Spannendes passiert. Ja. Schau dir nochmal die dritte Regel an, 2 mal auf F5. Okay, F5. So, jetzt habe ich 2 mal F5. Dann muss ich da größer starten. Machen wir mehr. Können wir auch zu rotieren. Ah, da bewegt sich was. Cool. Und das Ganze ist zyklisch, ne? Das heißt, wenn es auf einer Seite rausläuft, laufen die auf der anderen Seite wieder rein. Aber tatsächlich. Auch mal schaue ich noch mehr davon. Wahrscheinlich mache ich jetzt den einen kaputt. Ja, klar. Glaube, ich muss auch mal ein bisschen weiter rein. Mal ein bisschen mehr in der Mitte painten. Leider, ja. Ja, schade. Gut, dass ich ihn direkt wieder kaputt gemacht habe. Ne? Wir bräuchten noch eine Taste, die den aktuellen Inhalt des Gitters rausdampft. Ne? Ja, ich habe jetzt gedacht, dass die kriege ich ganz schnell hin, sonst hätte ich nicht so, hätte ich nicht so rumgepaintet. Naja, jedenfalls, also der Haken ist halt, ne? ich habe ihn getötet. Ich habe ihn getötet quasi. Den Glider getötet, den 3D-Glider getötet. Seit Wochen probieren wir da rum und da taucht einer auf und ich dachte, Haras hat jetzt eine Regel gefunden, wo die ständig auftauchen und ich kann ihn mal eben killen. Ja, schade eigentlich, ne? Aber wie gut, dass der Stream gespeichert wird. Ist das Regel 3? Sag du mir das. Hast du irgendeine Möglichkeit auszugeben, welche Regel gerade aktiv ist? F1. Ah, da. Haben wir, eigentlich wäre Zoom total banal, müssen wir nur implementieren. Wir rendern hier einfach nur diesen Würfel, ne? Und den Würfel, den können wir zoomen, translieren, also wir können dann noch andere Sachen machen, außer die rotieren, das geht alles. Ja. Also wenn wir ein bisschen mehr Qualität haben wollen, das wollte ich gerade sagen, sollten wir die Schritte erhöhen, mit denen wir Raycasten. Also man sieht das ja, dass es so ein bisschen ausgefranst ist. Ne? Also dass diese Kugel ausgefranst ist, ne, das ist klar, das ist ja Absicht. Das liegt ja daran, dass wir die Dichte nicht auf 100% setzen beim Sieden.
Ja, schade. Ich versuche einfach nochmal einen Gleiter hinzubekommen. Naja, jedenfalls, also nochmal für die, die neu da sind, ne, Idee war, nachdem wir das Ganze implementiert haben, jetzt eben so ein Regelwerk zu finden, was sagt, zum Beispiel bei 3 Nachbarn wird jemand geboren, bei 25 Nachbarn wird jemand eine neue Zelle geboren oder bei 8 oder bei 7 und gleichzeitig bei 9, bei 14, bei 8, na, 28 geht nicht, bei 9, bei 14, bei 4 und bei, was weiß ich, 6 Nachbarn stirbt die Zelle. Ja, das wäre zum Beispiel so eine Regel und deswegen gibt es hier diese Birth Map und Death Map, das kann man hier vielleicht erkennen, ne? Das sind die Anzahl von Nachbarn, bei denen eine Zelle stirbt. Man sieht schon, es werden bei relativ wenig, bei 5, 12 und 13 wird eine neue Zelle geboren, also wenn die noch nicht lebt und 5, 12 oder 13 Nachbarn hat, dann wird sie geboren. Und bei den Nachbarkonstellationen hier, jetzt bei der aktuellen Regel, ne, da stirbt die Zelle. Und wie kommt man auf sowas? Aras, wie kommst du auf sowas? Lange genug rumprobieren, bis es vernünftig aussieht, nehme ich mal an, ne? Ist so mehr oder weniger der Tenor. Das war nicht Regel 3. Glaub ich gerne, dass es nicht Regel 3 war. Das heißt, ich muss nochmal F5 drücken, um durchzutoggeln. Regel 3 sollte, was hast du gesagt? 4000. Dann ist das hier Regel 3. Okay, habe ich jetzt Regel 3. Cool. Na, bei Regel 3 passiert richtig was. Also wie kommt man da drauf? Ewig lang rumprobieren oder man müsste halt eben versuchen, das selbst zu optimieren. Der Haken, es gibt so schrecklich viele verschiedene Regeln, dass bei dem Selbstoptimieren, dass das nicht unbedingt zu was führt, ist jetzt so meine Befürchtung. Aber ich muss sagen, die Regel ist tatsächlich ziemlich gut. Machen wir mal leer. Machen ein bisschen kleiner. Was der noch fehlt, der Regel, ist so ein bisschen Bewegung. Ne? Also eben genau diese Glider, dass wir, die sind insofern cool, würde ich sagen, weil sie doch relativ lange, war relativ lange was passiert. Es scheint immer die Tendenz zu haben, zumindest bei meiner aktuellen Zieldichte, zu so einem statischen Zustand zu konvergieren, ne? Wo sich so Cluster bilden. Nur die bewegen sich nicht weg, ne? Zumindest nicht, wenn man einfach so seedet. Wächst es stetig und langsam, aber in einer gewissen Größe. Okay. Mach hier nochmal so ein paar Blobs rein. Also sieht echt super aus. Also, möchte nicht wissen, wie viele Stunden du da rumgewerkelt hast. Das Ding ist, Regeln sind anfällig. Genau, das habe ich ja von Anfang an befürchtet, dass die bei der kleinsten Modifikation direkt kaputt gehen. Was uns vielleicht noch fehlt, wäre so ein negativer Painter, ne, wo man noch so eingreifen könnte und sagen kann, okay, das will ich jetzt wieder rausnehmen. Stimmt. Das wächst jetzt einfach, bis es die gesamte Domäne aufgefressen hat. Ja, ich finde auch, sieht cool aus, ja. Und das Ganze jetzt noch in Stereo. Also, wir hatten noch eben jemanden, wer war's? Rita, sieht's jetzt Stereo aus? Frage. Sieht's aus, als ob es 3D-isch ist? Ich mache das wahrscheinlich ziemlich kaputt, muss ich sagen, weil also ich heißt jetzt mein Abbild, liegt ja in der Fokalebene. Werde ja nicht doppelt gerendert. Das heißt, man muss da einmal gut aufpassen, dass die Objekte in der Fokalebene nicht mit dem 3D-Bild überlappen. Sonst gibt es immer ein Problem. Ich check's immer noch nicht, warum es ab und zu stockt, aber egal, solange wie es irgendwann mal weiterläuft. Irgendwie scheint Fullscreen meine Grafikkarte ziemlich auszulasten, warum auch immer. Gut, was gibt's noch? Pfeiltasten nach rechts. Zum Beispiel 7. Also ich mache jetzt nochmal Regel 5. Ja, ich habe es gerade abgeschossen, ich weiß. Also wechseln wir nochmal auf Regel. Ach, rot-grün. Okay, ist kein Thema. Rot-grün kriegst du gleich, rot-grün. Nochmal rot-grün. Moment, machen wir kurz rot-grün. Hast du schon mal rumprobiert mit den Farben? Welche Farbe bei deinem Grün am besten passt? Sonst gehen wir einfach normales Grün. Normales Grün, also das Grün. So, zack, haben wir Rot-Grün. Starten wir es mal schnell neu. Und hier jetzt mal neu kompilieren. So, jetzt haben wir Rot-Grün.
Sieht 3D-isch aus? Ich halte mal an. Mach das jetzt nicht 3D-isch. Okay, also ich versuche fest dran zu denken, beziehungsweise nein, ich benutze einfach Technik. Ich benutze einfach gerade Technik und stelle mir einen Hinweis, dass wenn ich das nächste Mal im Büro bin, dass er mich an die, ja, etwas, dass er mich an die Anaglyphenquelle erinnert. Ich habe da eigentlich ziemlich viel Erfahrung, das zu sehen, was da nicht okay ist. Soll heißen, gerade wenn es so ein bisschen nach 3D aussieht, dann Moment, brauchen wir das Arbeiter. Erinnert beim Ankunft an Arbeit. Gut. Gerade wenn man sagt, so ein bisschen nach 3D, dann kann es durchaus sein, dass die Augen vertauscht sind oder sowas ähnliches. Dann sieht es irgendwie ein bisschen anders aus, ein bisschen komisch aus, aber eventuell nicht richtig. Ich check das mal. Das muss ich erst umstellen, ja, das auch. Gut. Okay, die Frage ist, was machen wir jetzt? Wollen wir uns jetzt das noch antun, zu versuchen, das zu optimieren? Oder nicht? Wie gesagt, meine Befürchtung ist, dass es zu nichts führen wird, weil der Merkmalsraum einfach zu groß ist für ein dumpfes Optimieren. Genau, eben. Wir haben immer noch das Problem von der Zielfunktion und an der haben wir ja letztens mal schon ein bisschen rumgeknabbert und überlegt, was können wir da machen und sind zu irgendwie keinem richtig guten Ergebnis gekommen, außer dass es irgendwie cool aussehen soll. Ne? Und das müssen wir irgendwie halt in funktional packen. Und bisher waren wir da, glaube ich, nicht besonders erfolgreich. Gut, wenn wir das nicht machen wollen, dann wären wir an der Stelle nahezu fertig. Wie gesagt, ich schaue mir nochmal an. Ich schaue mir das 3D nochmal an, dass ich gucke, ob es auch okay ist. Ja. Was können wir noch machen? Vorschläge. Hat jemand noch eine Idee, was wir konkret jetzt damit machen wollen? Sonst fangen wir einfach was Neues an. Beziehungsweise wir könnten natürlich auch noch, was ich mir noch. Ah, da kommt was. Wenn es Graphen ausgehen, dann wie viele Zellen aktuelle? Also jetzt speziell für Game of Life 2D angucken. So eine Statistik, was da so passiert, habe ich das gerade richtig verstanden? Man können wir bei 3D natürlich auch machen. Das ist eine interessante Fragestellung. Wie kommen wir so an so statistische Informationen über die Sachen, ne? Und das ist erstmal nicht ganz unproblematisch. Denn wir machen ja, um das Ganze möglichst schnell zu kriegen. Ach so, jetzt verstehe ich das, okay. Quasi in 2D irgendwas rausfinden, um das noch 3D anzuwenden. Könnte man machen. Sowas wie eine Statistik, zum Beispiel, wie viele Zellen sind gerade lebendig oder nicht, das kann die Grafikkarte ziemlich schlecht bestimmen. Warum? Weil das halt eine sehr starke Kompression von Daten bedeutet. Das heißt, wir nehmen meinetwegen, wir zählen über das gesamte Array, wie viele Zellen sind gerade nicht null. Ja, ich glaube, wir setzen die immer nur auf 1 oder wir schreiben das Alter inzwischen rein oder sowas ähnliches. Ne? Das geht auf der Grafikkarte mit so ein paar Tricks. Da braucht man ein hierarchisches Reduce. Können wir gerne machen. Die andere Möglichkeit ist sozusagen, man liest einfach die Daten zurück, hat die dann in einem Array, das haben wir ja auch schon mal gemacht, ne? Und mit dem Array, über das Array kann ich natürlich in der Schleife drüber laufen und mir eine Statistik ausrechnen. Ne? Genau, also das gibt es eben nicht nativ. Also es gibt nicht sowas wie, gib mir die Summe über alles oder gib mir das Maximum über alles. Also Reduktionsfunktionen in dem Sinne gibt es nicht. Vielleicht hat jemand schon mal das Konzept von MapReduce gehört, wahrscheinlich schon einige von euch. Das ist so ein Konzept, mit dem zum Beispiel Google viel arbeitet. Es gibt auch so ein Open Source System, Hadoop nennt sich das. Das ist recht beliebt. Und die Idee ist, dass man viele Operationen, die man so ausführen möchte, insbesondere Datenbankoperationen, eigentlich auf zwei, allerdings sehr generische Operationen zurückführen kann. Das eine ist Map und das andere ist Reduce. Und das Ganze nennt sich MapReduce. Und was wir hier machen, ist die ganze Zeit Map. Das heißt, wir führen auf einem großen Datensatz eine Funktion aus, die sammelt ein bisschen
was ein, ja, sehr lokal, also in dem Fall die Nachbarn, macht dann was, nämlich diese Nachbarn zählen und aufgrund der Zahl dann entscheiden, ist die Zelle lebendig oder tot und schreibt das dann wieder in das Array rein. Also quasi so eine Map ist eine Funktion von Array nach Array. Reduce ist eine Funktion von Array nach Skalar oder von mir aus nach ganz anderes großes Array. Ja, von meinetwegen Array 1000 mal 1000 in Array 5 mal 5, das wäre auch ein Reduce. Ja. Und diese beiden Funktionen, die kann man immer wieder alternierend ausführen oder auch von mir aus ein paar Maps hintereinander und ein paar Reduce hintereinander. Und damit stellt sich raus, mit diesem relativ simplen Modell, was nur diese beiden Operatoren kennt, kann man ziemlich viel machen. So, und zum Thema Grafikkarte. Grafikkarte sind super bei Map und nicht besonders toll bei Reduce. Wie kann man das jetzt hinbekommen, dass man trotzdem so ein Reduce durchführt? Das eine ist eben so ein Poor Man's Approach. Ist ganz schnell implementiert. Man liest die Daten zurück und jetzt muss ich wahrscheinlich mal wieder, kommt da wieder eine Dimension. Das war schon wieder, okay, machen wir mal erstmal erlauben und dann fragen wir uns mal wieder, warum wurde das, ah, da war wieder ein Neger drin. In dem Satz. Können wir mit Reduce immer eine Dimension haben? Ja, genau, da wollte ich gerade so kommen, wie man das mit einer Grafikkarte realisieren kann. Also es ist nicht unmöglich, es ist nur ein bisschen aufwendig. Also nochmal, die eine Möglichkeit ist, die Sachen einfach zurückzulesen, ne? Und dann kann ich eben machen, was ich will, und dann kann man Reduce zum Beispiel einfach so ein Loop sein. So, wie macht man so ein Reduce auf einer parallelen Architektur im Allgemeinen? Das ist jetzt nicht gerade auf Grafikkarten beschränkt, also auch im Cluster macht man das genauso. Und eine Möglichkeit ist, man führt das hierarchisch auf. Zum Beispiel für eine Grafikkarte, um jetzt mal bei Grafikkarten zu bleiben, wenn ich das jetzt in 2D mache, der Einfalt habe, und unsere Domäne ist jetzt, sagen wir mal, 1024 mal 1024 groß und ich will jetzt zum Beispiel die Summe über alle Sachen berechnen. Ganz klassische Reduce, Sum. Ja, ganz, ganz simple Operation oder ganz, ganz klassische Operation. So. Was ich dann nicht machen will, ist eben genau das. Ich will einen Loop haben.